Sie haben da einen Ökonom in ihrer Hüfte. Oh Gott. Warte. Das habe ich schon. Okay. Verstehe. Also brandheiße Forschung, ja? Forschungsergebnisse, die man für alles Geld der Welt nicht kaufen kann. So in etwa? Genau so. Deswegen ermitteln wir auch in diese Richtung. Wir gehen alle Schmorner. Ja, natürlich. Danke, Konstabler. Also, Ernest, offenbar sind die Ermittlungen der Polizei im vollen Gange. Wir dürfen also keine Zeit verlieren. Warum das denn, Miss? Weil wir deine Unschuld beweisen wollen, bevor sie es tun. Oder deine Schuld. Ansonsten macht das ja keinen Spaß. Spaß? Ganz recht. Spaß. Spaß ist der Spaß, wenn man trotzdem lacht. Kationen-Austauschkapazität. Oh, ich habe erst Kautionen gelesen. Kationen-Austauschkapazität. Ich finde, dieses Spiel hätte auch mal eine Catriel-Austauschkapazität verdient. Ja. Okay. Weiter. Oh, ich hatte letztens so ein Wort, das war eigentlich auch fast ein Zungenbrecher, aber ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, ich hab's vielleicht irgendwann mal bei uns im WhatsApp-Chat. Der Taube Sören isst gerne Möhren und man kann ihn nicht stören, weil er kann nicht hören. Sag das dreimal ganz schnell. Jetzt sagen wir gar nichts mehr hintereinander. Okay. Ist ja auch gut jetzt. Ja. Sonst müssen wir wieder die Fresse halten und das Spiel weiterspielen. Yeah. Was hast du heute alles an der Uni gemacht? Wo warst du? Mit wem hast du geredet? Erzähl mir alles, betrügst du mich? aber Miss Layton, wir sind doch gar nicht... Aber jetzt, wo sie es sagen, bin ich voll scharf auf sie. Also lass mich mal überlegen. Wie du weißt, war heute ja mein erster Tag. Ja? Und? Waren da irgendwelche Mädchen? Nein, an dieser Universität gibt es keine Mädchen. Die sind hier verboten. Ich hab mich gerade verliebt. Was denn? Lass das mal vor. Okay. Und ich hatte mich schon so auf meinen ersten Kurs bei Dr. Ops gefreut. Ich bewundere ihn so sehr. Ich habe mich gerade verlesen. Was? Und das R mit dem S getauscht. Hä? Bei wo? In der zweiten Zeile. R mit dem S? Getauscht. Und ich hatte mich schon so auf meinen ersten Kuss bei Dr. Ohm gefreut. Von Dr. Ohm. Ich bewundere ihn so sehr. Ich hab mich Ja, also. Ja, du sprichst das Wort Kurs ja auch gerne mal so aus. Was? Nein. Also doch, ich höre da manchmal Kuss. Was? Doch. Nein. Ja. Kurs. Ja, ein Kurs. Ein Kuss. Ja, ein Kuss. Ich habe gerade aber immer versucht, Kuss zu sagen, okay? Ja. Ein Kuss. Möchten Sie mir einen Kurs geben? Nicht jetzt. Kuss. Eigentlich steht mir der Sinn eher nach harten Fakten aus. Harte Fakten? Also, ich habe harte Fakten. Ja, immer nur Kuss gehört. Nein! Kuss. Jetzt hören wir mal lieber damit auf. Nehmen Sie Kuss mein auf. Mein Stylos! Wo ist mein Stylos? Ich muss mal kurz auf die Suche nach dem Stylos gehen. Du musst mal kurz auf die Suche... Kurz! Okay. Plötzlich fand ich mich vor den Toren dieser zauberhaften Universität wieder und ich dachte so bei mir... Ich finde nicht. So gehen die Faschet. Verloren. Vielleicht ist er unter das Bett gerollt. Ich hoffe auch nicht, aber kann ja mal passieren. So, bitteschön. Dein 3DS dazu. Ja. Das ist im Augenblick wirklich nicht relevant. Ja.
Ein Couscous. Ein Couscous? Mm, Couscous. Couscous. Das klingt wie dieses Essen aus Griechenland, oder? Nee, wo ist das? Wo kommt Couscous her? Weiß ich nicht. Nee, das war doch... Ach nee, das ist nicht griechisch. Glaube ich nicht, oder? Nee, Couscous war, glaube ich, eher was so, Indisch? Südosteuropäisches. Oder eventuell abendländisches. Keine oder? Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ah, Tunesisch ist Couscous. Okay, siehst du, wusste ich auch gar nicht. Also, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß nicht mal, was das genau ist, aber... Ja. Ich weiß, Cusco von Ein Königreich für ein Lama gibt's. Also, dann machte ich meinen ersten Schritt. Ich hinterließ sozusagen meinen ersten metaphorischen Fußabdruck im Schnee des Campus. Mitten im Sommer. Nordafrikanisch? Okay. Jetzt, also, ja. Was für ein denkwürdiger Augenblick. Hust, hust. Genau, hust, hust. Nicht Couscous. Hust, hust. Ja, hust, hust. Zu viele Kusslaute. Hä? Wo war ein Kusslaute? Ich weiß es nicht. Nee, weil immer Kuss gesagt wurde vielleicht. Nur. Ach so. Also der Laut, der das Wort darstellt oder ach so. Fassen wir zusammen, du hast die Universität durch das Haupttor betreten. Wie wär's mit einem Kurs im Kuss-Kuss-Küssen? Also ein Kuss-Kuss-Kuss-Kurs. Gut, dann folgen wir mal weiter deinen denkwürdigen Schritten von heute Morgen, ja? So begann also Miss Layton in dem Fall zu ermitteln, um meine Unschuld zu beweisen. Ich hatte panische Angst, dass man mich als Verbrecher abstempeln würde. Aber nach und nach wurde mir klar, wie sicher sie sich ihrer Sache war, und dann wurde ich ruhiger. Nein, sie war sich ihrer Sache nicht sicher. Also sie war ihrer Sache sich schon sicher, aber die Sache war nur eine Rose. Ich hab mich gerade auch. Eine goldene Rose. Eine goldene Rose, ja. Auf jeden Fall, nee, aber sie war sich der Sache sicher, dass der Fall geklärt wird, nicht zu seinen Gunsten unbedingt. Ja. Da Dr. Genom von der Gressenhaller Universität weltweit führend auf seinem Gebiet ist, wurden seine Forschungsergebnisse mit Spannung erwartet. Obwohl er nichts mit Elektrotechnik zu tun hat. Seine Unterlagen dürften erheblichen finanziellen Wert haben. Oh. So, wir können also weiter. Okay. Das Gelände der Gressenhaller Universität. Da muss doch irgendwo Dings auftauchen. Ja. Der kommt. Ja. Vor allem den gibt's da noch, aber Layton hat die Fliege gemacht oder was? Ja, Layton ist da noch eine bessere Universität. Es gibt keine bessere. Gut, Ernest, du hast also das Universitätsgelände betreten. Was ist dann passiert? Muss das unbedingt sein? Ich meine, ist es wirklich so wichtig, dass ich vor dem Diebstahl noch auf der Toilette, also was ich da getan habe? Wäre es nicht besser, direkt zum Tatort zu gehen und zuerst dort zu ermitteln? Nein, ich habe da so ein Gefühl, dass ich zuerst wissen muss, was du heute Morgen getan hast. Einfach nur ein Gefühl, mehr nicht? Immerhin hat sie ja ausnahmsweise ihm mal gegenüber ein Gefühl. Mhm. Oh, da hat jemand Hunger auf Currywurst im Chat. Ja. Keine Sorge, Ernest. Vertrau deinen Instinkten. Oder genauer gesagt, vertrau meinen. Layton unterrichtet jetzt in Hogwarts, genau. So ist es. Verstehe, du folgst also deinen Instinkten. Ja gut, von mir aus. Deine Instinkte werden mich sicher nicht enttäuschen. Mhm, danke. Also, was passiert da als nächstes? Oh, Moment mal. Da drüben ist noch ein Polizist. Den müssen wir erst ausschalten. Du meinst den Mann da? Ja, genau den. Das ist einer von Inspektor Hastings Leuten. Cockbooker! Ja! Tatsächlich, dann wird der wohl auch hier. Ja, Cockbooker war sein Name, glaube ich. Dann hoffen wir mal, dass er dich nicht einguckt. Was? Also vor allem, nein, das ist sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht gewählt, das Wort, weil ein Buch, Ted. Ein Buch, Ted. Ja, wegen Buch. Ja. Booker. Ja. Ja.
Deswegen hast du gesagt, einkommt. Genau. Gut, dass ich, dass wir das klargestellt haben, bevor jemand was anderes denkt. Ja, das war mein Plan. Nichts anderes. Ja, sozusagen, dass er ihn verbucht. Der Booker. Meine Güte, ja, das wäre schrecklich. Verstecken wir uns lieber, damit er mich nicht sieht. Und dann schalten wir ihn lautlos aus. Sei nicht albern, Ernest. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, ihn zu fragen, wie die Ermittlungen laufen. Im Ernst? Du willst doch nicht wirklich zu ihm gehen und mit ihm reden, oder? Doch, klar. Wenn wir hier weiter umhängen und immer wieder zu ihm hinüberschauen, wirken wir erst recht verdächtig. Gut, wenn du meinst. Und jetzt nimmt er ihn fest. Oder erst mal gucken, was... Ja. Oh. Rätsel! Wo? Rechte Fenster. Da, wo... Da. Da, wo da. Da, wo da ist. Da, wo da. Ich mach schon mal... Ja, findest du nicht, dass das Fenster da drüben ein wenig seltsam aussieht? Keine Ahnung, findest du? Meine Güte, du hast recht. Da versteckt sich ja ein Rätsel. Diebstahl sicher 2. Oh, das Ding! Ja! Wie ging das nochmal? Umgib die beiden Juwelen mit beleuchteten Feldern, um sie zu beschützen. Berührst du ein Feld, leuchtet es rot auf. Wenn das System dann aktiviert wird, wird das benachbarte Feld in Pfeilrichtung ebenfalls beleuchtet. Okay. Alles klar. Bist du schon? Ja. Ich dachte, du fandest das so schwer. Ja. Und so schon, da bin ich gerade. Ich guck aber gerade mal, wo... Warte mal. Also wenn ich... Hä? Wenn ich das mache, dann... Aber dann ist der hier noch nicht. Wenn ich den mache, dann... Oh, ja. So einfach ist es gewesen. Nee, das ist falsch. Ey, und ich krieg da was abgezogen für. Och, Mann. Nicht gut, Catriel. Gar nicht gut. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. Nochmal. Also, was habe ich denn da voll verhauen? Mama. Finde heraus, was das erste Feld in dem System ist. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Also das hier scheint das letzte zu sein, oder? Aber wenn ich das mache, dann ist ja nur einer umgeben. Ja. Das heißt, ich muss dahin. Tak, 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 tak. Warte mal, was ich gerade gemacht habe, war... Ah, dann geht's da runter. Okay. Das soll ja da nicht runter, aber... Wenn ich da hingehe, dann macht er das. Das soll er nicht. Wenn ich das nehme, dann... Macht er auch nur einen zu, hä? Sicher, die dass beiden das... Edelsteine müssen nur von einem blauen Rahmen. Was? Die müssen einfach nur umkreist sein. Ja, ja, eben. Also müssen alle drumrum hier... Nein, müssen nicht. Nicht alle? Nicht alle. Muss ja einfach nur einmal wie so ein Netz. Wie ein Zaun. Jetzt ist ja die Frage... Also, Moment. Ein Kreis. Quasi. Ja, aber dann... Also... Ein Zaun. Moment. Nochmal. Mit beleuchteten Feldern. Umgibt die beiden Juwelen mit beleuchteten Feldern. Also eigentlich müsste doch zum Beispiel bei dem das, das, das und das. Oder nein. Wie? Nein. Hä? So an einem Stück. Hä? Wie ein Zaun. Ja, dann müssten es ja alle von hier bis so. Na, mach mal eine Notiz. Also ich will gerade wissen, was du dir denkst. Wenn der hier zum Beispiel ein Edelstein wäre
und der hier ein Edelstein wäre, müsstest du ja einfach nur so. So einen Kreis machen. Dass die quasi ach in dem so, Feld also, sind. Also das, es ist scheißegal, ob die genau umrandet ja. sind. Ach, wie gemein. Das war. Umgibt die beiden mit beleuchteten Feldern, um sie zu beschützen. Hm. Also, ja, dann müssen wir nochmal gucken. Dann ist es ja eigentlich ein bisschen leichter schon. Glaube ich. Also dann war das, was ich ja anfangs gemacht habe, vielleicht nicht ganz so falsch. Wenn ich das nehme, dann geht das nämlich so. Ja, dann ist es der hier. Oh. Ich dachte, man muss sie voll umgeben. Nee, wie war denn das da bei dem? Nicht. Wie war das denn bei dem ersten? Weiß ich nicht. War das da nicht anders? Weiß ich nicht. Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Ja. Komplett Diebstahl sicher. Das Sicherheitssystem wurde erfolgreich aktiviert. Jetzt hat der Dieb keine Chance mehr. Ich möchte noch umschalten. Ja, ja.